Bock, was? Käsekuchen? Käsekuchen bin ich aber sowas von dabei. Aber sowas von. So, das nehmen wir mit. Ansonsten. Oh, schlafen? Mods? Ich weiß nicht, ob ihr noch schlafen wollt. Achso, nee, warte mal, das ist falsch. Macht Schlafen noch Sinn? Ich habe keine Ahnung. Macht Schlafen noch Sinn? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich. Ja, okay, Schlafen macht Sinn. Okay, wir gehen nochmal pennen. Schlafen ist überbewertet, absolut. Bin ich absolut, absolut, absolut. Jetzt überlege ich gerade eigentlich. Ich glaube. Ja. Ach, man kann auf den. Du stehst ein bisschen im Weg, Kollege. Kannst du mal ein bisschen. Geh mal ein bisschen rum da, bitte. 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 Okay, pass auf. Ich glaube fast, dass ein Dreierkamin viel zu viel wird, ne? Weil den müssten wir nämlich hier ansetzen und hier. Das wird ein bisschen groß, ne? Ja, das ist ein bisschen arg groß, glaube ich. Eigentlich wäre so perfekt. So. Und halt oben raus. Ja, Zweierkamin wäre halt perfekt, aber der passt halt hier jetzt leider nirgendwo. Ein Zweierkamin. Das ist halt das Problem. Trash Productions, vielen, vielen Dank und Dankeschön auch Seeldo für den Resub. Und Ormatikus, Dankeschön für den Prime Sub. Ja, ich weiß nicht. Der wirkt halt null, ne? Muss schon wieder niesen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das nächste Mal bitte ins Mikrofon. Was halt auch blöd ist, wenn wir jetzt den Dreierkamin machen, dann ist das halt direkt hier an der Wand, ne? Direkt am Fenster. Weiß nicht, ob das so geil ist. Ich bin da gerade noch sehr überfragt. Gegenüber könnte auch passen. Vielleicht könnten wir ihn gegenüber vielleicht sogar in Zweierbreite machen. Geh mal beiseite, bitte. Vielleicht hier? Zweierbreite? Zweierbreite. Hier, guck mal, hier würde Zweierbreite hingehen. Guck mal. Guck mal. Das würde gehen. Müssen wir halt mal gucken. Können wir hier den Boden aufmachen? Nein. Gut, dann müssen wir das anders machen. Warte mal, dann müssen wir das.
brennt das Haus auch nicht ab? Also das geht, ne? Das geht nicht kaputt hier, das Holz. Eine offene Feuerstelle ist im Holzhaus vielleicht nicht die beste Idee. Slabs oder Gitterstäbe? Ich mach mal Slabs. So dann, oder was? Jetzt noch Gitter davor? Nee, die Holzwand dahinter ist nicht cool, das stimmt. Das Problem ist, dass das dann halt hier draußen zu sehen ist, ne? Gitter, okay, wir können ja mal gucken, wie es mit Gitter aussieht, wie es mit Slabs aussieht. Wir schauen uns einfach mal beide Varianten an. Wo haben wir denn hier Eisen nochmal? Hier, glaube ich, ne? Ja. Wir schauen uns einfach mal beides an. Wir könnten auch Glas davor machen, theoretisch gesehen. Würde auch gehen. So? Okay, sieht wirklich cooler aus, glaube ich. Sieht wirklich cooler aus, glaube ich, ne? Doch, finde ich auch. Müssen wir dann noch einen Schornstein irgendwie machen dann? Ne, Gitter auf die Slabs geht leider nicht. Nee. Mach an der Seite noch Treppen. Welche Seiten? Ach, wahrscheinlich hier oben, oder was? Ich glaube, wir können keine Treppe mehr machen mit vier. Nee. Wir müssen erst neues Lehm suchen, tatsächlich. Können wir nicht einfach die hier nehmen? So. Ja, guck mal, das geht auch. Ist fast das gleiche. Haben wir die hier wenigstens noch verwendet. So. Und dann halt nach oben durch und dann quasi wie so eine Art... Nö, weißt du Bescheid. Das sieht doch ganz gemütlich aus. Ah, mit der Säge, das geht. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum die effektiver sind tatsächlich. Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob das geht, ne? Ne, die kann man nicht wieder zurückwurscheln. Ich weiß nicht, ob das was aussieht, wenn wir da jetzt oben Treppen drauf machen, ne? Warte mal. Machen wir den hier gerade mal. Okay, das war dumm. Da oben kann ich jetzt aber keinen Dings drauf machen, das ist das Problem. An sich ist das schon cool, aber du kannst halt da oben jetzt nichts draufsetzen, das ist das Ding.
An sich wäre es schon cool. Aber es geht halt leider nicht. Mach ich die hier nochmal weg? Mach da mal eine Treppe hin. So, und dann oben raus einfach normale Blöcke. Da müssen wir halt einen Zweier Schornstein machen, das geht leider nicht anders. Ne, geht leider nicht anders. Müssen wir so machen. Nützt nichts. Okay, zwei können wir da oben noch hinmachen, den Rest müssen wir dann machen, wenn wir noch ein bisschen Lehm gesammelt haben, das passt aber schon. Sieht aber eigentlich ganz nice aus. Doch, gefällt mir. Ja, fehlen eigentlich nur noch die Tierköpfe. Ihr habt absolut recht. Vielleicht können wir ja irgendwie einen Rahmen dran kleben oder so. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz aussortieren. Und dann am nächsten Tag, wenn wir gleich gepennt haben, ballern wir mal rüber zu Kati und zu Elfin und schauen einfach mal, was sie da für ein Dungeon für uns vorbereitet haben. Muss ich noch irgendwas mitbringen, außer... außer das, was ich an mir trage. Also außer eine Rüstung vielleicht und ein Schwert. Schlafen noch. Achso, ja gut, gehen wir das pennen. Gehen wir euch mal pennen. Ach ja, steht alles in der Einladung, okay. Lamakopf ist schon da. Stimmt natürlich. Lul. Ich mag den Kamin. So. Okay, gerade nochmal ganz kurz aussortieren. Wir haben Gold, Lapis, Diamant, Eisen haben wir hier noch. Die Knüppel hier, die nehmen wir noch mit. Das Bett brauchen wir wahrscheinlich nicht. Erde, Rohrstein. Glatter Stein. Hier. Steinbaustoffe. Packen wir das hier mal rein. Das hier mal rein. Noch irgendwas mit Stein? Nee, okay. Holz. Holzbaustoffe. Das ist falsch. Die Stickies sind auch da nicht drin. Die kommen da rein. Ja, ich schmeiß mal Sand und Erde gerade mal hier hin. Und das eine Ei. Weh, da kommt jetzt ein Huhn raus. Ah, sehr gut. Hier. Das, das. Okay, Lagerfeuer. Haben wir irgendwo so eine Kruschkiste? Ne, haben wir noch nicht, ne? Ja, doch hier. Aber die ist halt leider wegen Überfüllung geschlossen, aber wir könnten da mal gerade die Steinsachen rausholen. Und packen die mal hier drüben hin. Und den Bruchstein hier rein. Und dann können wir nämlich hier so ein bisschen Kruschkram reinpacken, den wir sonst nirgendwo, der Schwarzpulver nicht. Mobloot haben wir hier noch. Das da. Das da. Die Tür nehmen wir nochmal mit hoch. Die können wir oben noch hinsetzen. Hier, Holzbretter kommen noch hier hin. Die Stickies lassen wir auch hier. Grünzeug. Ich glaube, die Beeren haben wir oben reingepackt, ne? Weil es was zu essen ist. Die Kohle lassen wir auch nochmal da. Karte. Huch. So, warte. So. Die Karte lassen wir auch mal hier, glaube ich, ne? Ich will die eigentlich ungern verlieren. So, die Beeren kommen hier hinein. Ofenkartoffeln nehmen wir mit. Wir nehmen mal ein bisschen was zu essen mit. Ich weiß nicht, wir werden es mit Sicherheit brauchen. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Besuchen Sie unseren neuen Dungeon mit anliegendem Besucherzentrum. Perfekt, eine Woche in Urlaub. Oh. Disclaimer, wertvolle Dinge mitzubringen wird nicht empfohlen, aber befürwortete Rüstung gerne zu Hause lassen, außer sie werden von Wegelagern angefallen. Ich nehme meine Rüstung trotzdem mit. Ich nehme die trotzdem mal mit. Die Pfeile lasse ich auch mal da, weil wir haben eh keinen Bogen dabei.
Und die Laternen lasse ich auch mal hier. So, der Rest ist jetzt nicht unbedingt wertvoll. Den können wir auch getrost hier lassen. Schild nehme ich trotzdem mal mit. Huch, ich will immer den Eingang hier raus. Ja, das passt. Okay. Komm. Bin unterwegs. So. Okay. Du hast hinten beim Haus noch. Oh, muss die Einladung mitnehmen? Ach so. Okay. Dann gehe ich die mal holen. Du findest den Weg so. Ich gehe davon aus, ne? Ich glaube, so schwer war das jetzt nicht. Ich nehme die Einladung mit. So. Okay. Dein Schornstein brennt. Nein, nein, das muss so. Kappa. Lul. Schubdiduri, 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 schubdiduri. Wo ging es nochmal lang? Hinter dem Leuchtturm führt eine Holzbrücke über. Ach ja, genau so war das. Mit der Holzbrücke hinter dem Meer. Ich verstehe. Ich hätte aber ein Pferd nehmen können, aber ich lasse das Pferd lieber zu Hause. Ich kann doch eigentlich auch hier lang gehen, oder? Ich glaube, hier geht es erst Richtung Turm und dann kommt, glaube ich, der Leuchtturm dahinter, oder? Ja, 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 ja. Da ist falsch. Okay, ich gehe auf den Weg zurück. Au. Geh lieber den Weg lang. Wahrscheinlich ist da irgendwo TNT oder so. Guten Tag. Na, ihr Armen. Seid ihr immer noch in Gefangenschaft? Guck sie dir an. Und 6 Fleisch da drin. 6 Fleisch da drin. 6 Fleisch. Bin geschockt. Was für ein widerliches Bild. Widerlich. Die armen Tiere. Wirklich. Die tun mir wirklich leid. So, da vorne ist Katis Haus. Und dahinter kommt irgendwo der Leuchtturm. Ist das ein Gewächshaus? Cool. Mega. Schade. Was für ein Lappen, Alter. Ja klar, er trifft natürlich immer, ne? Arschloch. So, da hinten ist die Brücke, glaube ich, die hier übers Meer führt. Ich bin sehr gespannt. MLG Pro, aber echt. Richtungen. Wüste, Savanne, Pyramide. Plus Bergaussicht. Okay. Aussicht. Wüste, Savanne, Pyramide. Okay. Ich bin sehr gespannt. Pyramide, ist das... Die haben doch jetzt nicht etwa hier eine fette Pyramide gebaut, oder? Boah, ich muss mir mal einen fetten Diesel craften, glaube ich.
Tüte nur Euro 6? Nee, sehe ich nicht. Wow. Okay, ich folge jetzt einfach mal den Fackeln. Das ist mein natürliches Treiben. Das Huhn hatte Glück. Weg? Was für ein Weg? Hier war kein Weg. Hä? Wo ist hier ein Weg? Oh. Okay, ich gehe nochmal zurück. Ich habe keinen Weg gesehen. Radeon 85 am 28. Am 28. darf ich ihn holen. Ach, hier. Hä? Ach, so ein Trampelweg oder was? Ah, okay. Hä? Der hört hier auf. Ah, hier geht's weiter. Okay, okay. Bei dir ist das Gras so hoch. $2,50, willst du? Ist das Gras bei euch nicht so hoch? Es wird dunkel. Scheiße, ich hab kein Bett dabei. Fuck. Oh, eine Schlucht und es wird Nacht. Also vielleicht müssten wir, vielleicht könnten wir ja mal durch Zufall das Tageslicht verändern. Also auf Tageslicht switchen. Nein, machen wir nicht. Ich habe aber Angst, dass ich die Schlucht verändere. Huch, ups, ach Gott, es ist wieder Tag. Upsala. Huch. Huch. Der Allgott hat gesprochen. Ach ja. Ach, guck mal. Wisst ihr noch? Ach, leck mich doch. Guck mal. Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ach, ist ja voll cool. Okay, warte, ich bin vom Weg abgekommen. Das hat die Hebamme damals auch gesagt, die mich... Nein. Hier. Ah, hier sehe ich, hier sehe ich. Ich habe Hunger. Nimm den Kack mit. Nee, sehe ich nicht. Wenn ich sterbe, ist der Kack ja weg. Und ich mag meine Kacke. Was? Der Linkman. Grüße gehen raus an dich, Tobi. Der LP beweist mir nochmal, was für ein geiles Game Minecraft eigentlich ist. Das stimmt. Da stimme ich dir absolut zu. Und danke dir für deine 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Zurück an dich. Liebe geht zurück an dich. So rum. Spider-Man wurde von Sony gekauft. Okay, okay. Krass, krass.